Interessant. Oha, lass uns da mal hoch. Oh, wie jeden. Wenn das überhaupt geht. Die drei kenne ich alle gar nicht. Ich auch nicht. Wobei der Rechte, der kommt mir irgendwie bekannt vor, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Mhm. Jetzt wo du sagst. Der Rechte war auch bei einem von den One Piece Special dabei, glaube ich. Ich könnte mich irren. Aber ich kenne diesen mit dem bunten Haar. Auf jeden Fall hat er schon mal eine scharfe Frisur. Kennst du diese Süßigkeiten da, diese gedrehten Marshmallow-Dinger? Ich mag die überhaupt nicht, die Süßigkeiten, aber ich weiß, was du meinst. Ja, so schlecht fand ich die halt nicht, ne, aber... Gut, irgendeine Quest freigespielt? Ja, guck, links unten. Links unten. Oh, bevor es überhaupt zu der Story überhaupt weitergeht, machen wir erstmal alle Nebenquests. Oh, da ist jetzt irgendwas. Was erwartet uns da? Okay. Ja. The fuck? Oh, anscheinend kann ich nur alleine spielen. Dann mach das mal. Hau ihn kaputt. Mach ich. Ich bleib bei Ruffy. Alrighty then. Attacke! Den nächsten Solo mache ich dann. Wie du willst. Steuerung kennst du ja mittlerweile. Ja. So, wie heißt er? Wer ist das? Joseph Juster. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Da ist er ja. Jetzt weiß ich, woher ich den schon mal gesehen habe. Das ist eine Manga-Preview. Hm? Ich frage mich nicht mehr, bei welchem Anime. Okay. Oder vielmehr, bei welchem Manga. Flieg! Und komm wieder! Nein! Oh, verdammt, mein Ki. Meine Energie-Ki. Ach, keine Ahnung. Energie! Bei Fuß! Au, au, au! Ah, steh auf! Ach, komm. Und... Boom! Boah, wahnsinnig lange zum Aufladen, ja? Ja, das kann ein Nachteil sein, bei richtigen Spielern zum Beispiel. Und Ruffy lädt auch nicht seine Energie auf, sondern... Wenn ich zum Energieaufladen halt die Tasten drücke, dann verwandelt er sich gleich zum G-Second. Und dann ist meine Key-Anzeige sofort aufgefüllt. Au! Junge! Direkt gesessen. Ja. Komm her! Keine Zeit zum Ausruhen! Zeit für die R2-Technik! Er selber mit Victory Burst! Komm her! Finish! Im Gear Second dann den Special Move reinhauen. Ja, wollte ich eigentlich gerade noch einsetzen, aber da war ja doch... Hätte nicht schlagen sollen. Ja, ich habe sein Leben nicht genau beobachtet, das ist so ein bisschen doch fast klein geraten. Fast ist die blaue Anzeige, was auch immer da sein soll, wieder ein Level Up. Eigentlich wird zu Charakter unterschiedlich, was schneller steigt, oder? Oder, naja... Nee, ich meine, das ist allgemein, das muss ja jetzt nicht... Ach, kann das. Doch, haben wir den jetzt freigespielt? Das wäre cool. Dann will ich den auf jeden Fall mal spielen. Arigato! Oder er ist einfach weg. Hier, guck da, rechts oben. Level 2, fast voll. Naja, aber hier das Gelbe, das in der Mitte, das steigt ja extrem langsam an. Irgendwie eine schnelle Methode, schnell zu reisen. Ah ja, das ist übrigens so ein Menü, ne? Wo ich die gewissen
Sachen irgendwie was habe, keine Ahnung. Ah, und das ist also die Missionsliste. Okay. Ah. Siehste? Was das zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Mach einfach mal. Gleich, ich will erstmal die Quest da unten. Ein Schiff. Jawohl, Kampf. Ja, das weiß ich mittlerweile. Nein, ernsthaft. Doch. Oh, Bleach. Ichigo. Bleach, ne? Anvisieren, endlich. Jetzt wechsle ich extra den Schaden. Ja, zwar dummer ein Gedanke, ne? Oh, da hat er mir aber gerade richtig schön fett gezogen. Keine Zeit zum Ausruhen. Steh auf. Nein. Oh, wie, ich habe ihn nicht getroffen. Junge. Zieh das mal rein. Ein schickes Feuerfeld. Das ist echt nützlich, wenn man mehrere Gegner hat, ja? Ja. Jetzt geht drauf. Geht doch. So, jetzt beginnt wieder die coole Musik, Alter. Ich verfall drauf ab. Victory Burst! Ich hab keinen Sound. Ich hab auch keinen Sound. Jetzt hab ich wieder Sound. Auch nicht schlecht. Was war das denn für ein Fail? Du lädst da nix auf. Hat er gerade Entei gerufen? Das ist ein Pokémon, Mensch Ace, da bist du ein bisschen verkehrt. Die sind nicht dabei. Ah, ich wollte die ganze Zeit auch meine Special mit R3 einsetzen, ne? Aber ich fliege die ganze Zeit, Alter, der geht mir voll. Und der hat mich noch nicht mal anvisiert. So, jetzt bin ich sauber. Und trotzdem gibt er mir. Steh auf, Ruffy! Ach so, hatte ich den Move gemacht. Ja. Warnung, die Gegner sind dran. Victory Burst. Das wird aber gleich ein Problem kriegen. So wird mich dann kommen. Was? Mit einem Schlag? Ernsthaft? Ah! Ich werde von mehreren gefokust. Nein! Ich bin down! Ja, Mann! Dich krieg ich noch down, bevor wir hier noch verlieren. Good job. Irgendwie kriegst du das besser geregelt als ich. Ich liebe dieses Spiel, das ist einfach nur oh. Awesome, ne? Ja. Guck mal, für das mittlere Ding kriegen wir auch überhaupt keine Erfahrungspunkte. Muss man dafür irgendwie bestimmte Bedingungen erfüllen? Könnte sein. Vielleicht irgendwie nur Schlagkombis machen, ohne irgendwas Spezielles oder so. Nee, sowas. Dieses Gelbe. Ich habe die leise Vermutung, dass das was mit diesen. Ah, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, du musst ja offensichtlich schon mal Punkte gekriegt haben. Mhm. Wahrscheinlich durch den Full Burst, diesen Victory Burst Modus da. Ich weiß es nicht.
So, ein aus Schatten bestehender Charakter. Mal schauen, wer uns hier erwartet. In Alabastia. Kenn ich nicht. Aber wir kämpfen anscheinend gegen den. Okay. Aber wenn wir schon als komplette Gruppe gegen den antreten können, dann muss er ja irgendwie... Ja, und der alleine, keine Hilfscharakter, gar nichts. Ich glaube, da steckt echt mehr dahinter. Bossfight? Dreieck, Dreieck, Viereck. Oder Dreieck, Viereck. Kann ja sein, dass es so... Ach, ich weiß auch nicht. Rausfinden! Jo. Machen wir. Zack. Was war denn das gerade? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Los, hau rein, Ace. Junge! Ja, während du abhauen kannst, gibt er mir für die Schelle, ey. Ich glaube, er sagt, also, ich habe dir zurückgeschossen. Damit du auch noch was machen darfst. Ja. Danke. Okay, down. Aber einmal kommt er noch. Da hinten. Ist das Haus kaputt hauen? Klar, habe ich doch auch gemacht mit dem vorderen hier. Ja, aber mit dem werde ich das auch. Will wohl nicht. Kann. Ja, Junge, hast du das gerade gesehen? Nein. Wollen wir? Haben wir gerade gleichzeitig gedrückt? Ja, das sah verdächtig danach aus. Das ist so episch mit der Musik hier noch dazu. Ja, richtig geil. Ich bin voll in deinem Feld, ey. So, jetzt bin ich aber endlich mal dran mit meiner Special. Die wollte ich schon. Oh, da muss ich aber weg. Ganz schön weg. Ist. Hi. Boom. Und BAM. Boah, love the shit. Erledigt. Hier ist gerade so aus, dann auch der letzte Schlag von Ace noch so ein voller Sports-Move. Schon wieder nichts. Wie kriegt man das? Wie kriegt man da die Erfahrung? Das würde ich echt zu gern wissen. Vielleicht durch. Ich könnte mir vorstellen, durch was. Du hast doch vorhin, wo er eben gerade angefangen hat, oder wo du vielmehr angefangen hast, wo ich noch nicht mitgezockt habe, hast du auch eine Kombi zwischen Ace und Ruffy gemacht. Vielleicht hat das Punkte gegeben. Interessant. Ja. Das kann gut möglich sein. Das haben wir die ganze Zeit nicht eingesetzt und wir haben die ganze Zeit darin auch keine Punkte gekriegt. Das wäre jetzt so die einzigste logische Erklärung für mich. Das müssen wir irgendwie versuchen hinzukriegen. Ja, nur wie? Ja. So, haben wir noch irgendeine Quest offen? Kannst du mal gucken. Gut. War das hier? Nee, das war... War das hier? Ja. Nope, wir haben alle Quests vorerst abgeschlossen. Wir können mit der Hauptmission rein theoretisch weitermachen. Aber vorher hier war doch irgendwie was. Das hier. Sowas wollten wir doch mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir probieren einfach mal das erste aus. Und... Es ist weg. Was hat es jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Hat es irgendwie XP oder sowas gegeben oder? Vielleicht habe ich jetzt einen Bonus für den nächsten Kampf oder so. Das könnte sein. Ich weiß es nicht. Egal, wir singen jetzt einfach zum nächsten Dingens. Zu dem roten Stern. Unterwegs sehe ich auch keine Piratenschiffe. Gegnerische. Ich sehe auch keine. Gut, dann können wir ja mit der Hauptmission weitermachen.
Das ist der Turm aus Hunter x Hunter. Ja, diese Gefängnis-Dinge, ja. Ne, aus der Prüfung. Der unbedingt Arzt werden wollte, ne? Mhm. Der so verrückt nach Geld ist. Gott, wie hieß er? Ich hab's gerade echt verpeilt. Bei den ganzen 128 Folgen, die man hat, ist auch wirklich nur in den ersten Folgen dabei. Ja, in den ersten 40 oder sowas. Mhm. Da siehst du ihn wirklich. Und dann ist er zwischendurch noch einmal, taucht er noch mal auf. Wird vielleicht ein, zwei Mal noch von Gon und Killia ja noch erwähnt, aber ansonsten gar nicht mehr. Okay. Ja, wollen wir mal den... Weiter nach oben? Ja. Entweder so, oder wir gehen da rechts unten nochmal durch das... Nee, bringt uns. Da ist ja nichts. Aber wir sehen schon unseren nächsten Kampf vor uns. Und Frontal Crash. Alright. Oh, gegen ein sehr interessantes Team, wie ich finde. Mhm. Da mal go. Sehr interessant. Ja, ne? Alright. Ich mag dieses Gebiet nicht. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Ja, wo bin ich hier? Was der Melone ist, war nicht gemeint, aber ich hab da keine Melone. Oh, die voll lecker sind. Ichigo, so, Alter. Oh, sag ich mal, wie ich Naruto gerade auseinandernehme, ja. Wow, nice. Er hat mich mal getroffen und ich habe ihn fast komplett K.O. gehauen. Sehr nice. Okay, er ist K.O. Ich komm dir mal ein bisschen helfen, ne? Ja, mach das, bedien dich. Gerne doch. Noch nicht einsetzen. Obwohl, ach, mega. Naruto, willst du Revanche haben oder was? Komm her. Boom, ich komm zu dir. Alright. Boom. Sie sagen mir, dass ich auf den Moment geschossen bin. Ja, ich bin jetzt. Sieht aus seiner Perspektive von Metzig aus. Mal fertig, mal fertig, mal fertig, mal fertig. Flieg! Ja, willst du auch? Mal sehen, ob es funktioniert. Eigentlich wollte ich ihn in der Luft erwischen, aber dann hätte er ihn höher geschossen. Also. Wow! Ne, da war leider Gottes das Dreckchen im Weg. Ah! Ichigo, gib mir! Erwischt! Oh, okay. So kann man auch eine Runde beenden. Ja. Ja. Puh. Ah, wir sind ja bald schon Level 10. 45 Punkte. Warum mal langsam mal gucken, ob wir neue Charakters haben? Beim nächsten Kampf dann. Was hast du vor zwei Kämpfen schon mal gesagt? Fui Dive. Okay. Oh nein. Ist es nicht von Dr. Slump? Ja. Oh, ich hasse diesen Anime. Es sieht zumindest danach aus. Dieser Gastauftritt in Dragon Ball, der war so unnötig. Jeder das seine. Ich fand's amüsant. Aber ja, diesen Anime habe ich jetzt auch nicht wirklich so gesuchtet. Ich habe nur zwei, drei Folgen geguckt und das war... Hey, ein Item. Was auch immer das war. Ich nehme mal irgendwas fürs Schiff. Wirklich? Ja. Ja. Irgendwas für ein Schiff. Ey! Ja. Jawollo. Ja, Mann. Sind wir jetzt schneller unterwegs oder? Ich glaube, wir brauchen nur kein Wasser mehr.
Okay, wir sind auf jeden Fall ein komplett... An oh, boah, Hancock. Ah, Gintoki von Gintama. So gut. Okay. Den kenne ich nicht. Doch, ich glaube, ich kenne ihn nur. Ich komme aus seinem Namen. Ob sie über Erdbeermilch reden? Nee, weil Gintoki, er trinkt immer Erdbeermilch, deswegen. Ich hab jetzt Bock auf den Kakao. Wir können es ja gleich mal machen. Ne, Erdbeermilch mag ich nicht. Geil, ich kann Gintoki spielen. Wir haben auch keine Wahl. Wir müssen diese zwei Charaktere spielen. Sag mir bitte, dass ich Boa spielen darf. Hast du jetzt angenommen? Ja. Gut. Oh, wäre das jetzt cool, wenn ich jetzt Boa Hancock spielen könnte. Das wäre echt episch. Ich will unbedingt Gintoki spielen, Alter. Yeah, ich spiele ihn! Ich finde ihre Moves einfach nur irgendwie so total genial. Johnson Jesse. Okay. Haben wir den Namen nicht schon mal gelesen gehabt? Nein, aber... Also der Nachname? Ich hatte JJ im Kopf gehabt. Ja, guck mal, ich war Motorroller. Ah, der gibt mir... Ja, wie oft noch? Ach, das ist dieser Wada-Typ. Ja. Habe ich gerade nur eine Art Kamehameha gemacht? Keine Ahnung. Ich meine, würde ja passen. Gintoki parodiert ja alles mögliche von Anime. Auch Dragon Ball. Da gab es auch schon eine Folge. Ja, das ist nice. Ah. Das ist perfekt genau für sowas, weißt du? Um an den Gegner nicht rangehen zu müssen. Junge! Du bist nicht Ace. Oder Mädchen. Jetzt mal im Ernst. Da, Kamehameha! Ich kann wirklich Kamehameha einsetzen. So, erstmal hier Key aufladen. Lad weiter auf. Lad weiter auf, habe ich gesagt. Währenddessen du ihn gleich besiegt hast. Ich will weiter aufladen. So. Key aufladen ist das für Amateure. Ah, komm schon. Das kriegst du wieder. Das ist einfach nur... Was hat den jetzt besiegt, mein Kamehameha? Oh, oder nein? Jo, ich glaub schon. Da ist er. Hab ich ihn gerade versteinert für kurze Zeit? Ja, das ist doch ihre Fähigkeit. Von Boa Hancock. Ja, aber mit den anderen Skills kann ich es nicht. Junge! Victory! Burst! So, was ist Gintoki Special? Toll, ich hab gar nicht getroffen. Dann triff du mal. Ah, das Ding muss ich auch noch steuern. Auch nicht schlecht. Und besiegt, ja. Ey, das geht mit dir echt locker von der Hand. Du brauchst eigentlich dich quasi schon fast gar nicht mehr bewegen. Du kennst den Controller, also du kannst Boa mit einer Hand spielen. Das ist echt so. Du brauchst wirklich nur den rechten Teil des Controllers. Den linken kannst du komplett ignorieren. Auch nicht schlecht. Es sei denn, du willst einen Heals-Charakter aktivieren. Oh, von denen hat keiner Level. Auch nicht schlecht. Na, haben wir die jetzt freigespielt oder spielen wir jetzt eine komplett andere Geschichte? Ach
Ach komm, geh er bei mir saufen. Pass auf, gleich. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Hä? Gleich siehst du nur noch rechts am Bild, rechts unten an der hinter der Palme noch mit der Ebbe mich noch vorbeirasen. Mit seinem Roller. Ja, und ist auf der Suche nach dem neuesten Jump-Manga. Würde passen alles. Masaka. Oh, echtes Blick, egal wie er guckt, das sieht immer cool aus. Of course. Wir machen jetzt übrigens gerade einen auf Gott Emil, ne? Ja, genau. Für die es noch nicht gesehen haben. Ja. Ich würde sogar spontan behaupten, dass wir hier mal eine kleine Pause machen. Jo. Gut, dann bis zur nächsten Episode. Bis dann, ciao. Ciao.